sind wir wieder in der Nähe vom Kloster Beuron zugegen. Und das Wetter ist schön, aber leider haben wir ein bisschen mehr Wind als gestern. Und ich laufe jetzt mal zu dem Tunnel hin, der da unterhalb vom Knopfmacherfelsen ist. Ich zeige euch mal hier also die schöne Gegend und vor allen Dingen auch die tolle Bahnlinie, die hier von Friedingen über Beuron und weiter nach Sigmaringen führt. Ich habe heute wieder das schönste Spätsommerwetter erwischt. Die Sonne ist schon wieder am Himmel zu sehen. Und das wollen wir wieder mehr. Es gibt ein schönes Video. Das ist wieder ein herrlicher Weg hier. Mit Weitblick zum Kloster Beuron. Das hole ich euch mal ran. Schade, dass es da die Stromleitung gerade im Weg sind, aber ich werde nachher noch eine andere Position einholen. Ich muss halt leider hier stehen, weil jetzt kommt ja gleich eine Abzweigung und dann sieht man hier das Kloster von diesem Aussichtspunkt nicht. Aus dem Grund filme ich es halt jetzt. Und ich möchte mal dahin laufen bis zu dem Tunnel, wo oben dran denn der Knopfmacherfelsen ist, also der Aussichtspunkt. Und da führe ich euch jetzt hin. Und ich denke, dass ich ganz bestimmt hier noch so eine Regionalbahn draufkriege. Und vielleicht, wenn ich Glück habe, bohre gerade in den Tunnel rein oder rausfährt. Schaut euch die schöne Landschaft hier an. Die tolle Bahnlinie. Ich bin ja ein Eisenbahnfan. Und ich denke, dass es schon irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass da ich einen Zug aufnehmen kann oder mehrere Züge in dieser herrlichen Landschaft in dem tolle Donautal. Ich stehe jetzt gerade hier unter der Eisenbahnbrücke und ich möchte hier gerne an diesem Bahndamm entlang laufen, aber jetzt führt der Weg gerade wieder in die andere Richtung. Vielleicht komme ich auf die Gabelung hin, wo der Weg in Richtung Tunnel führt zum Knopfmacherfelsen, also durch den Knopfmacherfelsen. Wenn ich schon hier an der Donau bin, möchte ich sie euch auch gerne mal zeigen. Ich stehe hier ziemlich abschüssig, aber ich denke, für den kurzen Moment wird es mir reichen, hier noch ein paar schöne Aufnahmen zu tätigen. Dieser Weg, den ich euch hier zeige, der führt natürlich wieder zurück nach Beuron. Da möchte ich jetzt noch nicht hin. Ich möchte in die andere Richtung, aber ich weiß es noch nicht genau, wie ich da über die Donau drüber komme. Ich laufe halt mal hier in die andere Richtung zurück. Jetzt gehe ich wieder zurück durch die Eisenbahnbrücke und ich schaue mal, dass ich da jetzt hier über die Donau drüber komme. Jetzt versuche ich es mal hier auf diesem Weg. Hoffentlich komme ich dann da vorne vor dem besagten Tunnel wieder auf die andere Seite rüber des Weges. Hier wird wieder so wie bei uns im oberen Donautal und natürlich auch am Bodensee überall sieht man da die Maisfrüchte da heranwachsen. Nehme ich halt auch mal wieder auf. Und die schöne Gegend, die passt natürlich auch hier dazu. Jetzt filme ich nochmal die schöne Gegend hier. Ich stehe wieder ganz unmittelbar in der Nähe von der Donau. Und jetzt kommen gleich wieder so ein paar Richtungsschilder. Jetzt habe ich gedacht, jetzt ist durch die Corona-Krise das mit dem Flugzeuglärm am Himmel besser. Das stimmt auch. Aber dafür hört man immer wieder so Sportflugzeuge
die können da ganz schön störend sein. So, ich filme euch wieder die Hinweisschilder, wo man überall hinlaufen kann. Damit ihr mal, wenn ihr hier wieder in der Gegend seid, hier im schönen Donautal, in Höhe vom Knopfmacherfelsen, in Höhe vom Kloster Beuron, damit ihr genau wisst, wo ihr hinlaufen könnt. Jetzt gehe ich mal ganz kurz an die Donau runter und dann filme ich da noch ein bisschen. Hier diesen Weg, wo ich euch jetzt zeige, den werde ich weitergehen. Ah, jetzt habe ich mal den Zug gesichtet, aber leider sind jetzt hier die Fische im Weg. Aber ein Stück sicher. Aber überall gleichzeitig kann ich natürlich nicht sein. Der fährt jetzt durch den Tunnel am Knopfmacherfelsen nach Friedinge weiter. Ich stehe jetzt hier unten an der schönen blauen Donau. Und natürlich nehme ich auch was wieder mit auf, auch für euch, nicht nur für mich. Es ist so schön hier, wenn es auch jetzt ein bisschen windet. Aber was soll's, was sage ich immer so schön, man kann nicht alles haben. Das Glück, den Sonnenschein, aber den Sonnenschein haben wir ja heute. Sieht schön aus, das mache ich gleich noch ein paar schöne Bilder. Habe natürlich wieder mal den ND-Filter vergessen hochzuschalten. Aber jetzt habe ich es nochmal gemacht. In dem Fall nehme ich es nochmal auf. Und ich nehme die erste Spur dann nicht auf, also die erste Zähne. Alles kommt das Video dann besser raus. Farbwiedergabe, Schärfe etc. wird eigentlich dann viel angenehmer anzuschauen sein. Aber wie gesagt, ich bin kein Profi. Und immer wieder nehme ich unseren schönen Sonnenplaneten auf und teilweise den blauen Himmel und die leicht bewölkten grau-weißen Wolken dazwischen, sieht doch einfach wieder gut aus. Und ich denke, dass auch hier wieder bei meinem Video einige Wanderer und natürlich Naturfreunde sich das Video anschauen. In dieser schönen Gegend aus dem oberen Donautal. Jetzt sind wir natürlich im unteren Donautal, aber ihr wisst schon, was ich meine, da wo ich herkomme. Hier führt wieder dieser Weg schön ein bisschen durch den Mischwald. Und wieder habe ich einen Zug verpasst. Ihr hört ihn und ihr seht ein kleines Stück von ihm. Und meinen Spruch, den kennt ihr auch schon, warum denn in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah. Und da an diesem Spruch ist wirklich was dran. Bloß, es wird halt von den wenigsten Menschen ausgenutzt. Die sind halt lieber irgendwo anders. Im Café oder irgendwo im Lokal. Natürlich gehört das auch mit dazu. Aber so im Allgemeinen lässt es überall nach, ne? Dass da Leute mal ein bisschen, dass man mehr laufen sieht. Aber es sind schon noch einige unterwegs. Und wieder bin ich auf so einem schönen, sonnigen Weg. Links von mir ein schöner Mischwald, rechts von mir das ist die schöne Donau. Und über mir unsere herrlich leuchtende Sonne.
Jetzt weiß ich natürlich nicht, was ist da oben. Da zwischen dem Wald und auf dem Berg für ein Gebäude ist, aber ich denke irgendwie auch wieder so eine Aussichtsplattform. Ich nehme es halt mal an. Aber das Luftmacherfelsen ist bestimmt nicht. Jetzt zeige ich euch nochmal den Weg, wo ich hier hergekommen bin. Und ich habe so wieder so einen Regionalzug verpasst, aber ich denke, da kommen noch mehr auf diese Strecke. Und jetzt auf diesem Weg geht es dann gleich weiter. Ich hoffe, dass ich euch da nicht auf den Wecker gehe, aber ich muss ein bisschen was dazu sagen für diesem Video. Natürlich kommt auch wieder GEMA-freie Musik hier mit drauf. Ich hätte natürlich auch die schönsten passenden Lieder da dazu, aber leider sind die nicht GEMA-frei, weil ich habe ja eine riesige CD-Sammlung und auch DVD-Sammlung, aber leider darf man das ja nicht machen, obwohl ich sie alle bezahlt habe, aber das geht nicht, kann man ja auch verstehen. Ne? Aber zu Hause kann ich mir meine eigenen CDs anhören. Naja. Ich hätte hier natürlich, das sage ich schon zum dritten Mal, dasselbe Wort. Ich hätte mir hier die Schäfer dazu genommen. Die machen schöne volkstümliche Schlager. Und es würde wunderbar in dieses Landschaftsbild passen, diese Musik von den Schäfern aus Bretten. Ja, man hört wieder die Kirchglocke im Kloster Beuron. Und wie ich hier gerade gesehen habe, steht da an der Bahnlinie so ein altes Bahnwärterhäusle. Aber ich weiß es nicht genau, ob das jetzt eins ist. Ich hole es halt mal an. Ja, ich stelle mir noch mal ein bisschen weiter zurück, damit man mehr sieht von dem Gebäude. Ja, ich denke, dass ich jetzt hier bald an dem Nopfmacherfelsen, also unterhalb von diesen Felsen angekommen bin. Jetzt noch so 10 Minuten. Ja. Und nochmal hole ich den schönen Sonnenplaneten ran. Weil es einfach immer wieder schön aussieht. Am Firmament so eine leuchtende Sonne zu sehen. Und die bunten Farben hier in dieser schönen Natur. Und nochmal filme ich den Weg, wo ich hierher kam. Aber es ist ein bisschen schade, dass es heute ein stärkerer Wind ist. Aber trotzdem bin ich zufrieden, dass ich einigermaßen schönes Wetter habe. Dann nehme ich mal den Felsen auf. Ich weiß zwar nicht, wie der heißt, aber ich denke, der hat keine Bedeutung. Und alles kann ich eigentlich wissen. Wäre halt schön, wenn hier so ein Fachmann dabei wäre, der mir alles erklären würde. Ja, natürlich eine schöne Sache. Jetzt stehe ich hier wieder an der schönen blauen Donau. Die Sonne spiegelt sich hier in dem Fluss. Jetzt bin ich mal hier ein Stück runtergelaufen. Damit ihr auch wisst, wo ich genau gelaufen bin, ne? Wenn ich schon immer von der Donau rede, solltet ihr auch was sehen da davon.
Jetzt zeige ich euch noch mal ganz, ganz da hinten in weiter Ferne das Kloster Beuron. Ich bin jetzt auf keiner Anhöhe, dann wird das nicht so schön aussehen. Aber mir geht es ja hier hauptsächlich um die schönen bunten Farben der Bäume. Und da sieht man noch ein Stück vom Kloster. Die Kirche. Ah, darf nicht wackeln. Ein bisschen zu nah an mir. Also ihr lieben Naturfreunde und Wanderer, ich werde dieses Mal das Video nicht so lang machen von mir, dass es dann nicht so langweilig wird. Was mich ein bisschen stört an dieser Kamera ist, immer wenn man den Zoom-Hebel betätigt, dann hört man das auf dem Video, die Knacksgeräusche. Ich bitte dies zu entschuldigen, aber es liegt nicht an mir, sondern an dem Hersteller von der Kamera. Ja, da ist momentan nichts da mit dem Ausblick zu dem Tunnel. Da sieht man nur noch ein bisschen vom Dach was, von der Einfahrt. Aber ich bin ja schon mal zufrieden. Ich hole es mal ein bisschen ran. Hier ist die Höhe. Na, da sieht man nicht viel. Hätte auf der anderen Seite sein sollen. Aber alles kann ich ja auch nicht wissen. Aber ich bin schon mal zufrieden, dass hier die Sonne wieder durch die Äste durchkommt. Das nehme ich euch auch noch mit auf. Und die schöne blaue Donau. Aber hier sieht man auch nicht viel. Da ist wieder eine wunderbare Sitzgelegenheit. Das werde ich jetzt auskosten. Schade, dass die Sonne weg ist, aber ich filme es euch noch mal ein bisschen hier. Die blöden Stromkabel sind jetzt hier im Weg, aber ich nehme es euch trotzdem noch ein bisschen mit auf. Wenn ich zu weit darüber gehe auf die Wiese, dann stehe ich zu nah an diesen Felsmassiven.
Naja, es wird sich schon noch was ergeben, dass ich da besser filmen kann. Jetzt bin ich ein bisschen hier reingegangen, dass man die Strommaste und die Kabel da nicht sieht. Aber ich bin auch noch zu dicht dran an diesen Felsen. Aber ich wollte euch bloß mal den Einblick von unten geben hier mit meinem Video. Ja, ich muss wieder umdrehen, weil sonst komme ich zu weit weg. Mir tun schon die Füße weh. Gehe ich mal nachher kurz um die Ecke rum. Ich denke, dass da das Schloss Bronnen kommt und dann war es das für heute. Also, ich habe jetzt doch noch mal Glück gehabt. Ich stehe jetzt hier unterhalb vom Schloss Bronnen. Ich nehme es euch noch ein bisschen wieder auf. Und natürlich stehe ich hier an der schönen blauen Donau vor dem Knopfmacherfelsen. Der beginnt jetzt hier genau gleich. Ich habe es euch vorhin schon gezeigt. Aber ich nehme noch mal ganz kurz, wenn ich schon hier stehe, noch mal das Schloss Bronnen in der Großaufnahme auf. Ich hoffe, ich verwacke es euch nicht. Und mehr gehe ich nicht ran, das wird zu gefährlich. Ich habe kein Stativ. Aber das sieht schön aus, wenn man das Schloss Bronnen da mit dem schönen blauen Himmel sieht. Toll, das mache ich noch ein paar Bilder. Dann drehe ich wieder um. Jetzt habe ich mich nochmal anders hin positioniert, damit ihr auch mehr seht. Und dass hier auch die Strommasten weg sind, dann sieht es schöner aus und dann sieht man das komplette Bergmassiv hier um das Schloss Bronnen herum. Und ich nehme es euch noch mal ein bisschen näher ran. Dieses wunderbare Schloss. Und ich versuche noch mal näher ranzugehen, aber es ist nicht so einfach, die Kamera denn ruhig zu halten, wenn man auch ein Steady-Shot mit drin hat. Aber wie ich immer so schön sage, man kann nicht alles haben, das Glück, den Sonnenschein. Und noch einmal hole ich es ran, weil ich will ja nicht ganz umsonst hierher gelaufen sein. Eigentlich wollte ich ja nur zu der Tunnel-Ein- und Ausfahrt. Von der Bahn da, von der Bundesbahn aus, wo man dann nach Friedingen fahren kann und von Friedingen wieder zurück nach Sigmaringen. Vielleicht besteht noch die Möglichkeit, dass ich das nochmal mit aufnehmen kann, dass ich in der Nähe von dem Tunnel einen Weg finde, um da schöne Aufnahmen noch zu machen. So, jetzt schaue ich, dass ich dann über die Donau hier rüberkomme. Jetzt nehme ich euch das alles nochmal hier mit auf. Weil es so schön aussieht, bis auf den Containerwagen, aber der Bauer braucht es halt auch. Kann man ja auch verstehen. Da hört man sogar Leute sprechen da oben auf dem Knopfmacherfelsen. Und da war ich auch schon, die wunderbare Aussicht habe ich da genossen, auch runter oder rüber. Nicht nur hier zu diesem Schloss, sondern auch zum Kloster Breuron. Aber das habe ich euch alle schon aufs Video mit aufgezeichnet. Vor einem halben Jahr ungefähr. Könnt ihr euch auch angucken über meine Videos. Detlef Fröhlich Videos über YouTube könnt ihr euch alles anschauen.
Jetzt werde ich euch das nochmal zeigen. Ich versuche hier die Aussichtsplattform ranzuzoomen. Ich sehe sogar die Leute. Man hört sie. Aber ich denke, das wird nachher sich verwackeln. Oben steht sie irgendwo. Das, was ich euch jetzt hier gezeigt habe, das ist der Ausblick Knopfacher Felsen, wo auch der Berggasthof hinter dran ist, so ungefähr 20-30 Meter entfernt davon. Könnt ihr übrigens gut essen und trinken und ihr habt immer wieder einen schönen Ausblick von diesen Knopfacher Felsen aus ins schöne Donautal und auch, wie ich gerade eben erwähnt habe, zum Kloster Beuer. Und schaut euch mal hier die schönen Blumenstauden an, die hier entlang der Donau stehen. Ich zeige es euch ein bisschen. Man hört sogar noch den Flusslauf von der Donau. Und ich denke, dass ich da jetzt irgendwie mal ein kleines Steg finde, dass ich darüber laufen kann, dass ich auf die andere Seite rüberkomme von der Donau. Und wie gesagt, ich stehe unter dem Felsen Knopfacher und versuche jetzt da mal hier weiterzulaufen. Hier steht zwar Zugang 2, aber hier ist ja alles voll Wasser, wie soll ich da rüberkommen? Jetzt versuche ich mal darüber zu kommen. Ich hoffe, dass ich da nicht da mit der ganzen Kamera reinfliege. Aber ich würde sagen, ich lasse es lieber. Ich war ja schon da oben an dem Knopfacher Felsen. Muss nicht unbedingt sein. Nochmal hier das riesige Felsmassiv hoch, wo ich auch dachte, das sei der Knopfacher Felsen. Das ist ja nicht, aber ich denke, der gehört zu dieser Gattung dazu. Ja, jetzt muss ich mal langsam wieder nach Hause gehen, was heißt in Richtung Beuron, da wo mein Auto steht. Und dann werde ich die Koffer wieder packen. Ich bin jetzt auf dem Rückweg, auf dem hinteren Weinsteig, an dem Felsmassiv nochmal vorbei, aber die ganze Strecke führe ich nicht mehr. Oh, wenn es mir noch reicht, gehe ich nochmal ganz kurz an der Beuroner Bahnhof, mache da noch ein paar schöne Aufnahmen von den Regionalzügen und dann war es das nachher. Das mit dem Tunnel hier in Richtung Friedinge, da durch den Knopfacher Felsen. Es wird nichts, da komme ich nicht hin. Und über den Fluss darüber, der Steg, der da angegeben war, das ist ja kein Laufsteg, da ist ja bloß ein kleiner Baumstamm und der Rest ist Steine
und viel Wasser und da möchte ich nicht reinfliegen. Aus dem Grund habe ich wieder umgedreht. Ich laufe jetzt wieder den normalen, auf dem normalen Rückweg in Richtung Beuron. Hier habe ich gerade mal die Bank gesichtet, wo ich vorhin herkam. Und da werde ich mich jetzt gleich hinsetzen. Und ich brauche jetzt erstmal dringend eine Pause. Und muss ich mal ein paar Minuten ausruhen. Und schon wieder habe ich den Record-Button gedrückt. Den Aufnahme-Button. Weil mir die Sonne so schön ins Gesicht lächelt. Das kann ich doch einfach nicht mir entgehen lassen. Ich bin so ein richtiger Sonnenanbeter. Natürlich lege ich mich nicht voll in die Sonne, aber so ein kurzer Augenblick nehme ich das gerne auf mit dem Farbenspiel, wo da durch die Bäume durch leuchtet da die schöne Sonne. Das sieht einfach immer wieder gut aus. Aus dem Grund verleitet es mich immer wieder, die Kamera aus der Tasche zu holen. Also ich hatte recht, es kommt ein Zug. Der fährt jetzt durch den Tunnel unter dem Knopfmacherfelsen durch. So, das war's denn für heute. Jetzt reicht es. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend, schöne Zeit. Viele Grüße hier von Detlef Fröhlich vom oberen Donautal. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut, bleibt gesund und Corona-frei. Und tschüss.